Im kleinen Örtchen Klinze, wohlgemerkt gibt es hier um die 130 Einwohner, hat sich dank des engagierten Schaffens einiger Dorfbewohner wieder etwas getan. Sicherlich kann sich manch einer noch an die unendliche Geschichte des Neubaus der Feuerwehrgarage erinnern. Schon damals, von der Planung bis zur Aufstellung der neuen Behausung für das Einsatzfahrzeug und der Ausrüstungsgegenstände, vergingen etliche Monate. Trotz des immerwährenden freiwilligen Einsatzes der Feuerwehrkameraden und deren Helfer, in dem die Bauarbeiten zum größten Teil alle in Eigenleistung vollbracht wurden, kam es immer wieder zu Verzögerungen. Letztendlich kam dann doch der Tag, an dem das neue Bauwerk stand. Es tut sich was im Alpenländle. Nicht nur, dass der Wind tüchtig bläst und die Ventilatoren auf Hochtouren laufen. Nein, es kommt auch wieder ein wenig Bewegung in die scheinbar endlose Geschichte vom Feuerwehrgaragenbau. Nach fast 2 Wochen des Wartens war es heute Nachmittag endlich soweit, dass der Beton für die Streifenfundamente angeliefert wurde. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich die Jungs um Ortsfeuerwehrleiter Uwe Klaas organisieren. Denn es war ein sehr kurzfristiger Termin für diesen Akt des Betoneinbringens. Wie schon in der Vergangenheit bewiesen, auf diese Männer aus Klinze ist Verlass. Flugs kamen sie herbeigeströmt, sodass der Mischerfahrer nicht warten musste. Mit Schippen und Spaten bewaffnet wurde das kostbare Grau in die Gräben, welche vor 2 Wochen ausgehoben wurden, eingebracht. Wieder ein Stück geschafft auf dem Weg zur neuen Feuerwehrgarage. Wir vom Klinzer Alpenkurier bleiben auf jeden Fall am Ball. Wie es allerdings weitergeht im Zeitplan, weiß wahrscheinlich nur der Wind. Viele Wege führen nach Rom, sagt man. Aber was hat das mit einer neuen Garage zu tun? Ganz einfach. Eine Zuwegung zur Garage muss hergestellt werden. Dies ist auch kein Problem, denn schon im Vorfeld erklärten sich die Klinzer Burschen dazu bereit, auch diese Arbeiten unentgeltlich in ihrer Freizeit auszuführen. Nur der Einsatz der Technik müsste bezahlt werden. In Absprache mit den zuständigen Stellen der Verwaltung wurden Zustimmungen gegeben und Entscheidungen getroffen. Und die bereits im Haushalt der Stadt Oebisfelde-Weferlingen geplanten Gelder bereitgestellt. Na dann ran, sagten die Klinzer Baububen und erwarteten voller Freude die georderten Materialien. Die Freude darüber, dass das dem greisen Alter frönende Einsatzfahrzeug vom Typ B1000 endlich die neue Wohnung beziehen kann, verpuffte jedoch schon bald wie eine Seifenblase. Es vergingen erst Tage, dann Wochen und Monate. Und zu guter Letzt leider auch der Elan der Truppe, denn man wartete und wartete und wartete. Man fragte sich, was an der Materiallieferung so lange dauern kann. Besteht überhaupt noch ein Interesse an der Fertigstellung des Projektes seitens der Stadt? Bei den Kameraden der Klinzer Wehr lagen die Nerven blank und man fühlte sich mächtig verschaukelt. Nach 9 Wochen gab es dann aber doch noch Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das lang ersehnte Baumaterial erreichte die Baustelle. Glücklicherweise rappelten sich die müde gewordenen Geister wieder auf, um das Werk voranzubringen. An nur 9 Tagen schafften es die fleißigen Klinzer, das gelieferte Material zu verbauen und mit gemeinsamer Kraft eine sehr ansehnliche Optik der Zuwegung zur neuen Heimatstätte des Einsatzfahrzeuges herzustellen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun. Aber dies ist ein Klacks im Gegensatz zu dem, was bis zu diesem Zeitpunkt bewältigt wurde. Ey, weißt du, dass du nicht nur fotogen, sondern auch filmogen bist? Arbeiten wir mal.
auch den großen Baggerfahrer, ja. Der Beste, der Beste. Schön geschafft heute. Genau. Haben die Jungs die Spur? Ja, ab und zu gab es ein bisschen Probleme, warum schnell geklärt. Und es ging weiter. Das Endergebnis sieht man ja. Da kannst du ja nochmal genau ableuchten. Und nur das zählt. Nur das zählt. Ja, das Ergebnis. Gut. Hast du alle in Griff, ja? Wunderbar. Ja, hey. Dann hatten wir noch den besten Bauleiter hier. Kulo. Tolles T-Shirt hat er an. Kulo, mach mal deine Träger runter. Ich will mal lesen, was da drauf steht. Gestern habe ich. Genau. Mein Comeback. Es ist halt oft nicht alles so einfach, wie man es sich vorstellt. Im privaten Bereich kann man vieles selber regeln. Wenn es aber um öffentliche Mittel geht, müssen einige Regeln eingehalten werden. Dies führt dann wohl dazu, dass zeitraubende Verzögerungen die Folge sind, welche dann auch wieder den Unmut der Leute, die etwas tun wollen, hervorrufen. Wie ist sie laufen, Herr Klaas? Wunderbar. Wunderbar? Haben die Leute funktioniert? Auch wunderbar funktioniert. Ja? Alles geschafft, was ihr wolltet? Alles geschafft. Und ich bin stolz auf die Jungs, dass sie so fleißig waren. Das ist eigentlich gar nicht, alltäglich, solche Leistungen hier abzugeben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir haben 9 Wochen auf das Material gewartet und in 9 Tagen haben wir alles verfähigt. Super Sache. Prima. Na dann, gibt es heute Abend bestimmt noch eine kleine Grillparty? Das denke ich auch. Viel Spaß. Danke. Nun ist der Drops gelutscht, könnte man sagen. Zufriedenheit kehrt langsam wieder ein und man spürt schon fast das aufgeregte Zucken des alten B1000, der sich auf sein neues Bettchen freut. Nur schade, dass es dann wohl vorbei ist mit der Berühmtheit. Denn schließlich gibt es dann wohl keine Feuerwehr in Deutschland mehr, die rückwärts zum Einsatz ausrückt. Danke den fleißigen Bauarbeitern für ihren Einsatz. Danke aber auch für die vielen, vielen Helfer im Hintergrund, die immer ein herrliches Essen zauberten, damit unsere Leute bei Kraft blieben. Wir wünschen euch allen noch eine gute Zeit und grüßen die Kacks. Olaf, wie hat's dir gefallen? Wie hat's dir gefallen die letzten 2 Tage? Stressig. Stressig? Ja. Aber auch schön, oder? Ja, gut. Gut. Und die Hände auch. Weil ich ja so langsam. Hat doch Blut die Hände, ja? Na, wenn man keine Handschuhe hat. Warum sieht man gleich angeboten da? Nur Männer arbeiten ohne Handschuhe.